Graziano Roggiani, herzlich willkommen in München. Ich habe es ja jetzt erst vor kurzem erfahren, dass Sie hier sind. Wie macht sich's denn so als Trainer in München, als Berliner plötzlich dann in Bayern? Ja, ich habe keine Probleme. Die Voraussetzungen sind sehr gut hier im Boxkitchen und ja, macht Spaß. Das war jetzt ein bisschen kurz erklärt. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Jetzt hier speziell natürlich mit dem Schäfer überhaupt, dass aber der Schritt gekommen ist, nach München zu kommen? Na, ich habe eine Anfrage bekommen über Internet und dann hat meine Managerin mit mir gesprochen. Und dann habe ich mich hier getroffen mit den Leuten, die in Anführungsstrichen was zu sagen haben. Und habe mich mit dem Schäfer unterhalten und ja, und dann haben wir uns ja einig, dass wir zusammen trainieren für den Kampf am 8.7. und ja, so ist es gewesen. Das heißt, es ist erstmal begrenzt, erstmal Vorbereitung für einen Kampf und dann geht es vielleicht weiter oder ist es wirklich nur, dass man einmal was macht zusammen? Naja, also wir haben schon vor, den Boxstall sozusagen aufzubauen, also mit mehreren Boxern, ist klar. Wir haben auch schon ein paar Talente gesichtet, die dann eventuell auch auf der Veranstaltung boxen und ich hoffe, dass es eine langfristige Sache ist. Dann kommen wir zum Schäfer. Was ist er denn für einer? Also er ist ja ein ruhiger Typ. Nun muss man natürlich sagen, alle, die Graziano Roggiani kennen aus seiner aktiven Zeit, auch später, die wissen, da wird nie ein Hehl aus irgendwas gemacht, da wird gesagt, was los ist. Schäfer ist noch wiederum so ein ganz leiser, so ein Flüsternder. Wie passen ihr beide zusammen? Ja, manchmal ziehen sich ja Gegensätze an und wie gesagt, bis jetzt habe ich mit ihm keine Probleme. Er ist sehr fleißig, versucht das uns umzusetzen, was ich ihm sage. Und das ist die Hauptsache zwischen Trainer und Boxer. Und ja, ich hoffe, er macht weiter so und wir haben jetzt noch 4 Wochen Zeit bis zum Kampf. Nächste Woche beginnt das Sparring und da wird man dann schon ganz gut sehen, wo die Reise hingeht. Aber im Moment muss ich sagen, macht da sehr viele Fortschritte, hört auf das, was ich sage und das ist die Hauptsache. Wie ist denn Graziano Roggiani als Trainer? So wie früher als Kämpfer selber oder mittlerweile, klar, weil auch älter geworden, auch so ein bisschen, man sagt oft mal so altersweise oder vielleicht altersmilde, keine Ahnung, wie ist denn? Na, ich glaube, das kann ich selber nicht beurteilen. Ich verlange von den Boxern, dass sie versuchen, das umzusetzen, was man ihnen vorgibt und auch pünktlich sind, Disziplin haben, das Gewicht in Maßen halten sozusagen. Und wenn das alle gegeben ist, dann ist die Sache für mich geritzt, dann kann man zusammenarbeiten. Aber vom Maße halten, schon ein bisschen sich eingelebt, in Bayern mal am Mast trinken gegangen, überhaupt ein bisschen umgeguckt in München, oder lässt momentan die Arbeit da wenig Zeit? Na, ich bin im Moment mit der Arbeit sehr tief verknüpft sozusagen und ich brauche im Moment kein Maß Bier oder irgendeine andere alkoholische Sache. Ich konzentriere mich jetzt auf den 8.7. Ich wurde hier verpflichtet, damit auch Erfolg da sein könnte oder da sein wird. Und dafür bin ich hier angetreten und dafür stehe ich. Wofür Sie immer gestanden haben, Sie waren immer einer, der hat Erfolg gehabt im Sportlichen, aber auch Niederlagen hinnehmen müssen. Im Leben genauso, da ging es auf, da ging es ab. Was Sie immer ausgehalten, Sie waren immer so ein Kämpfer, also immer aufstehen. Ist das so eine Maxime, die Sie auch so mitgeben, egal ob ein Chef hat oder ein anderer? Na gut, das Leben ist nun mal so. Es gibt nicht nur schöne Seiten, es gibt auch die schlechten Seiten und die muss man dann eben versuchen zu bekämpfen, so gut wie es geht. Und ja, das versuche ich zu machen und bin dabei jetzt mir wieder ein neues Standbein aufzubauen, ja, und hoffe, dass es klappt. Unterscheidet sich denn, sagen wir mal, Boxen oder Boxsport oder wie das Ganze so betreut angenommen wird, hier so in Bayern, in München, zum Berliner Boxen, zur gesamten Szene in Deutschland, ist das so ein bisschen was anderes, weil das Boxen selber in München ist meistens sehr unterrepräsentiert. Ja, das glaube ich auch und das muss man eben versuchen zu knacken sozusagen und ich glaube, Boxen ist überall populär. Ich meine, das sieht man ja, wenn große Kämpfe sind, dann sind die Hallen hier in München oder in Bayern auch voll. Bei Reut zum Beispiel oder wo der Abraham sehr oft geboxt hat. Also das Boxen ist eigentlich populär wie eh und je. Bloß, das müssen natürlich auch die richtigen Kämpfe zustande kommen. Die Boxer müssen populär gemacht werden, damit die Leute auch damit was anfangen können mit dem Namen. Und ja, man muss sich identifizieren können mit den Leuten. Und deswegen ist es wichtig, dass auch bei der Veranstaltung, ja die erste ist für Boxkitchen, dass da Münchner Leute boxen, die eben aufgebaut werden. Und dafür, ja,
da muss man eben ansetzen. Und wichtig ist natürlich auch, dass Sponsoren anbeißen und ja, dem Ganzen eine Chance geben. Und wie gesagt, ich hoffe, das klappt. Zum Abschluss noch die Frage: Sheffert hat jetzt schon einige Titel errungen. Beim nächsten Kampf geht es um den Interconti-Titel. Und klar, sein Wunsch, sein Traum, das ist ja logisch als Profi, ist irgendwann mal um die WM zu boxen. Gibt es so einen Fahrplan, den ihr zusammen so ein bisschen ausgemacht habt, wo du sagen kannst, jawohl, man muss jetzt gucken, in welchen Schritten man das anpackt, aber Datum X könnte eventuell ein Titelkampf drin sein? Nee, also für mich geht es jetzt darum, den Kampf zu gewinnen, der jetzt ansteht. Und alles andere wird man dann sehen. Ich meine, er muss sich ja auch erstmal beweisen. Er hat ja im Prinzip noch keine Leute geboxt, die, sagen wir mal, bekannt sind oder so stark sind, dass man sagen könnte, das war eine richtige Herausforderung. Und ja, das ist die erste richtige Herausforderung und die muss er bestehen. Und danach kann man über alles sprechen. Vielen Dank und viel Erfolg und schöne Zeit in Bayern.